Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück hier beim Afterstream Nummer 4. Und heute haben wir Großartiges erschaffen, meine Freunde. Wir haben eine Windmühle. Oh mein Gott, zieht euch das Teil rein. Wir haben bestimmt insgesamt eine halbe, dreiviertel Stunde sind wir nur hier drum herum geflogen, weil wir das einfach toll finden. Dieses wunderschöne Prachtstück hat Honda gebaut. Und ich muss sagen, wow. Dann haben wir noch schön die Felder noch angelegt und alles. Schön paar Vogelscheuchen noch aufgestellt. Ja, kann sich sehen lassen. Wir hatten heute nur einen kleinen Stream, deswegen ja, war die Zeit heute ein bisschen knapp. Und da haben wir noch eine kleine Verbindungsschiene weitergebaut, wo es dann so gesehen in eine Art Schneebiom Inseln dann rüber geht. Da haben wir hier einmal eine Brücke, wo hier nochmal eine Abzweigung ist, damit wir hier drüben dann nochmal ein Inselchen mit hinkriegen. Und dann haben wir hier eine kleine Zwischeninsel, die muss noch bebaut werden, natürlich. Dann haben wir hier nochmal auf der Brücke nochmal zwei Abzweigungen. Da kommt dann auch nochmal ein bisschen was, ne? Und dann haben wir hier schon die erste Schneewelt mit einem kleinen Igloo. Einem Tier, was hier eigentlich nicht hingehört, ne? Oh, toter Strahl. Ich habe das doch schon alles gesehen. Ist alles gut. Ja, ein kleines Igloo hier drin. Und was wir jetzt machen, ich habe hier noch ein bisschen Zeug im Inventar. Wir werden so kleine Tagebücher verstecken. Überall. Auf der ganzen Map im Endeffekt, auf den ganzen Inseln. Und wenn ihr später dann mal hier drauf kommt, um euch das mal anzugucken, könnt ihr dann die Tagebücher durchgehen, euch die durchlesen. Ist jeweils immer eine kleine Geschichte so drin. So eine kleine Idee, die wir noch haben, die wir noch mit einfügen. Warum nicht? Ja, im Endeffekt war es das von heute schon. Der Kristall ist außenrum jetzt fertig geworden. Ich werde dann morgen mich... Nein, ich habe doch noch... Eins habe ich noch gemacht, stimmt. Das kann ich ja noch zeigen. Aber der Kristall ist außenrum fertig geworden. Die Eingänge kann ich dann morgen mitmachen mal. Und Ausgänge. Aber hier schon, wenn man hier so... Oh, geil. Schön. Ich glaube, Moment. Das müssen wir uns jetzt noch geben. Moment. Noch dran gemacht. Es war mir ein bisschen, oder uns war es ein bisschen, ja, suspekt. Also der Baum, der war an sich ja okay, ja, aber es war halt kaputt, so gesehen. Aber es gab keinen ersichtlichen Grund, warum das so ist. Deswegen habe ich heute mich dran gemacht, erstens den Boden innen drin ordentlich zu machen und eine, ja, plausible Geschichte, denn es ist ein anderer Baum durch ihn durchgewachsen und deswegen wurde dieser dann so gesehen zerstört. Und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Ja, Fackeln noch als Beleuchtung ein bisschen noch mit angesetzt. Ja, muss ja, sonst sieht man ja nichts. Ich meine, die Map wird hauptsächlich in der Nacht dann auch online stehen bleiben, weil es einfach nachts einfach schöner aussieht. Ja. Ansonsten war es das für heute. Wir haben halt ein paar neue Inseln geschaffen, wieder ein paar neue Wege geschaffen. Das Große, was heute passiert ist, ist die Windmühle mit angrenzender Farm. Ja, schön. Ja, und wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, entweder von den Stream-Cuts hier oder generell von mir,
dann könnt ihr gerne noch ein Abo da lassen. Da freue ich mich natürlich auch darüber. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, ja, hier oder im Stream. Tschö mit Ö.